9000 Namen stehen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 9000 Menschen, die auf ein neues Leben warten und zu oft zu lange warten müssen und zu oft auch vergeblich. Jeder von uns kann für einen dieser Menschen einen Unterschied machen. Mit einer einfachen Entscheidung, mit einer einfachen Frage, die jeder sich selbst beantworten muss, würde ich im Fall der Fälle meine Organe spenden, ja oder nein? Am 5. Juni ist bundesweiter Tag der Organspende. Dieser Tag sollte uns alle, eigentlich sollte jeder Tag Tag der Organspende sein, aber am 5. Juni, einem besonderen Tag der Organspende, uns alle daran erinnern, dass wir uns entscheiden sollten. Dass wir uns entscheiden sollten, um es für uns selbst auch klar zu haben. Das ist eine Frage, mit der man sich nicht gerne auseinandersetzt, weil es mit Tod zu tun hat, aber vor allem auch, um es den Angehörigen leichter zu machen. Denn wenn ich nicht selbst entscheide, im Fall der Fälle, dann müssen die Angehörigen entscheiden und die stehen dann oft vor schwierigen Situationen. Frau Lange wird uns gleich berichten, wie es sich anfühlt, zu warten, auch lange zu warten und auch, wie es Ihnen heute geht, mit so vielen Jahren auch mit einer gespendeten Niere. Was mich freut, die aktuellen Zahlen zeigen, dass trotz Corona, trotz Pandemie in Deutschland transplantiert wird. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden gut 1000 Organe übertragen und damit genauso viele wie im Vorjahreszeitraum. Und in dem Jahr davor im Übrigen auch, weil wir ja schon letztes Jahr Pandemiebeginn hatten im Frühjahr. Und wir schon letztes Jahr haben sehen können, auch im Laufe des ganzen letzten Jahres, dass trotz der enormen Belastung, die es in den Kliniken gibt durch die Pandemie, wir bei den Organtransplantationen sowohl bei dem Werben für die Organspende und dem Aufmerksamen darauf achten, wie bei den Organtransplantationen selbst weiterhin konstante Zahlen haben. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigen unsere Nachbarländer. Es gibt einige Länder, wo in der Pandemie die Zahlen sehr stark eingebrochen sind. Damit die Krankenhäuser sich darauf konzentrieren können, haben wir die Strukturen verbessert, auch die Finanzierung schon zu Beginn dieser Legislaturperiode in 2018. Die Transplantationsbeauftragten haben heute mehr Aufgaben, mehr Zeit und mehr Kompetenzen. Die Kliniken bekommen die Freistellung von Transplantationsbeauftragten finanziert und die Organentnahme und auch die Vorbereitung einer Organentnahme werden besser vergütet. Wie viele Organe verfügbar sind, hängt aber auch noch an einer zweiten wichtigen Größe, nämlich an uns selbst. Und das ist das, woran auch der Tag der Organspende vor allem erinnern soll, daran, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Vor 2,5 Jahren haben wir in Deutschland eine Debatte zu dieser Frage noch mal ganz grundsätzlich angestoßen, nämlich muss ich aktiv Ja oder Nein sagen, um Organspender oder nicht Organspender zu sein. Im Kern dieser Debatte ging es aber vor allem um die Frage, wie schaffen wir es, dass sich mehr Menschen entscheiden, ob sie im Fall ihres Todes Organe spenden würden. Jeder von uns kann in eine solche Situation geraten oder auch ein naher Angehöriger in der eigenen Familie, gute Freunde, Menschen, die man gern und lieb hat, dass sie ein Spenderorgan benötigen. Von einem Tag auf den anderen kann es jeden betreffen. Und ich finde, aus allein dieser Erkenntnis heraus gibt es auch zumindest so etwas wie eine moralische Verpflichtung, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob man dann nicht auch bereit wäre, ein Organ zu spenden. Der Bundestag hat dann nach langer Debatte mit dem Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft eine Entscheidung getroffen. Die wesentlichen Regelungen treten im März nächsten Jahres in Kraft und werden bis dahin vorbereitet. Neben mehr Informationen geht es vor allem auch um den Aufbau eines Online-Registers, das dann auch ab nächstem Jahr schrittweise eingeführt wird. Und ich kann mich noch gut erinnern an diese Bundestagsdebatte. Das war eine, ja, auch lebhafte, aber vor allem auch sehr grundsätzliche Diskussion, wo auch Unterschiede deutlich geworden sind in der Frage, wie wir zu mehr Organspende kommen, wo es aber eine große Einigkeit gab bei allen oder zumindest fast allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, dass wir insgesamt die Spendebereitschaft in Deutschland erhöhen wollen. Der diesjährige Tag der Organspende steht unter dem Motto: Entscheide dich, ich habe mich entschieden und ich bitte auch Sie, entscheiden Sie sich am Tag der Organspende am 5. Juni oder an jedem anderen Tag im Jahr. Sie können mit einer kleinen Entscheidung für viele Menschen einen Unterschied machen.